Ja. Hallo Nicole, hier ist Thorsten. Ich komme gerade aus der Redaktionssitzung. Wir haben überlegt, im Oktober eine große Kolumne rauszubringen über 30 Jahre deutsche Einheit. Also sozusagen, was ist passiert im Jahr 89, so Spätherbst der DDR, bis zum 3. Oktober 1990? Alles klar, ich setze mich gleich ran. Ich würde so gerne mal nach Frankreich, Italien oder Spanien reisen. Wir könnten mit dem Zug fahren, kreuz und quer durch Westeuropa. Das wäre doch total verrückt. Das Projekt Republik der Zukunft ist ein kulturpädagogisches Projekt, das sich mit den Jahren 1989 und 90 beschäftigt und den darin stattgefundenen Umbrüchen in der Gesellschaft. Anlass waren die Friedliche Revolution, die im letzten Jahr 30 Jahre Jubiläum gefeiert hat, und der Tag der Deutschen Einheit, dem dieses Jahr gedacht wurde. Und wir haben ein Projekt vorbereitet für SchülerInnen, das aus drei Modulen besteht. Im ersten Modul erleben die Schülerinnen ein Action-Bound, in dem sie quasi erlebnisorientiert und interaktiv die Jahre 89, 90 nochmal erleben können. Im zweiten Modul geht es um die historische Einordnung und die Hintergrundinformation. Und der dritte Teil ist quasi ein Blick in die Zukunft. Wie sehen Jugendliche heute die Zukunft dieser Gesellschaft? However I dress and wherever I go, yes means yes and no means no. In dem Projekt haben wir mit Action Bounce gearbeitet. Das ist eine App, die es uns ermöglicht hat, mit Videos zu arbeiten, mit Fotokollagen und Texten. Aber man kann damit auch mit der wirklichen Welt interagieren und durch die Stadt laufen und die einzelnen historischen Orte ablaufen. Wir haben mit einem Kurs des Adolf-Reichwein-Gymnasiums dieses Projekt durchgeführt und die Jugendlichen mussten am ersten Tag direkt den historischen Actionbaum durchlaufen. Also haben eine kleine Zeitreise gemacht in die Jahre 89 und 90 in Jena und haben auch lokal erfahren, was hier passiert ist. Wir haben eine Figur erfunden, die 16-jährige Nicole, die anhand deren Leben wir den Jugendlichen näher bringen wollten, was zu der damaligen Zeit passiert ist. Bitte. Ja, also ich verstehe das nicht so ganz. Wenn das da drüben so einen schlechten Einfluss haben soll, warum wollen da alle Leute hin? Das haben wir mit Videos gemacht und Tonaufnahmen und Fotos und Texten, aber auch historischen Aufnahmen in der Stadt Jena, um in der Chronologie der Ereignisse die Jugendlichen diese Zeit näher zu bringen. Wir müssen unsere demokratische Kraft erkennen, durchsetzen, dass die Reformgruppen zugelassen werden, nicht als Bittsteller auftreten, sondern wir melden uns an, wir sind da. Wir vom Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domaschk haben für den Action Bound zum letzten Jahr der DDR Quellen recherchiert. Dazu gehörten Fotos, dazu gehörten auch Schriftquellen und Zeitzeugeninterviews, wo Erfahrungen drin gesammelt sind, die die Menschen hier in Jena in den Jahren 1989 und 1990 gemacht haben. Wir haben quasi die Schüler dort abgeholt, wo sie sich auch tagtäglich aufhalten, nämlich in der Schule, und sind dann mit ihnen über unterschiedliche historische Orte in der Innenstadt, die Stadtkirche, der Eichplatz, das Rathaus. Sind wir alle Orte abgelaufen, die zu der damaligen Zeit wichtig waren? Am zweiten Tag gab es eine historische Einordnung vom Thürats, wo auch an den beiden Tagen schon die Frage immer mitschwingt: Was ist denn eigentlich jetzt? Was ist denn heute? Und wie wollen wir eigentlich eine Republik der Zukunft auch gestalten? Der zweite Projekttag fand in der Schule statt, im Adolf-Reichwein-Gymnasium. Da haben wir vom Thüringer Archiv für Zeitgeschichte aus ein Bildungsmodul angeboten, wo wir uns mit den Jahren 1989 und 90 beschäftigt haben und wo es vor allen Dingen auch um Nachwirkungen der Wiedervereinigung bis in die heutige Zeit ging. Wie wirkt sich die Wendezeit heute noch auf die Schülerinnen und Schüler aus? Und diese Frage wurde dann am dritten Tag ins Zentrum gerückt. Dort gab es eine Ideensammlungsphase und eine Konzeptionsphase, und dann ging es auch schon direkt los mit den Produktionen. Dort sind verschiedene Medien entstanden, unter anderem gab es Fotostories oder kleine Videosequenzen, die immer mit Voice-Overs unterlegt wurden. Ein fiktiver Dialog oder eine Geschichte oder sogar Gedichte wurden geschrieben, die sich mit den Problemen der aktuellen Zeit und die die Jugendlichen auch selbst betreffen, befassen. Die Jugendlichen haben von uns ein Tablet gestellt bekommen. Also jeder hatte ein eigenes kleines Endgerät, wo er Videos und Tonspuren und so weiter aufnehmen konnte, um weiter an den Inhalten zu arbeiten. Die muss es ja nötig haben. Papas ganzer Stolz.
Wenn ihr nichts zu bieten habt, außer bearbeitet Bilder auf Instagram und euren Körper, den ihr nicht mehr bewegen könnt und nicht mehr wisst, wo der Indische Ozean liegt, dann wundert euch doch bitte nicht. Macht euch gefälligst interessant. Aufmerksamkeitsgeil. Papa, doch einfach die Schule arschen, die wir in der Landlage haben. Die Schlampe nötig haben. Also die 3 Tage Projekt zur Wiedervereinigung mit den Thyrachs und der Freien Bühne waren für mich total gewinnbringend. Ich habe selber nochmal total viel mitgenommen und das hat bei mir nochmal zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Wiedervereinigung und den Folgen der Wiedervereinigung geführt. Und auf der anderen Seite war es für mich natürlich als Lehrer total schön zu sehen, wie intensiv sich die Schüler mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie sie über verschiedene Stationen Action bauen, Videodreh oder einer Fotostrecke sich mit dem Thema Wiedervereinigung auseinandersetzen konnten. Sie selber empfanden das als sehr intensiv, sehr lehrreich und sehr anstrengend. Und sie hatten nach den 3 Tagen gesagt, so viel, also wir haben sehr viel Spaß gehabt und sie würden so ein Projekt gerne wieder machen. Den 3. Oktober 2020 haben wir dann noch einmal als Gelegenheit genutzt, um zu unserem Actionbound für die Jahre 1989 und 90 einzuladen. Denn darin konnte man quasi die Ereignisse der Friedlichen Revolution, aber auch der Wiedervereinigung am Beispiel von Jena Revue passieren lassen. Oktober 90. Gestern Abend war ich mit einigen Freunden in der Innenstadt unterwegs. Wir feierten mit den Leuten auf der Straße und quatschten mit dem einen oder anderen Bekannten. Ich war begeistert und völlig hoffnungsvoll, weil die Stimmung einfach ansteckend war. Wir haben aber auch dazu eingeladen, sich die Zukunftsvision und Vorstellungen der Jugendlichen anzuschauen. Wir wünschen uns für die Republik der Zukunft Toleranz. Keiner sollte aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft, Religion, Sexualität und seines Geschlechtes diskriminiert und ausgeschlossen werden. Ich finde es sehr beeindruckend, was in der kurzen Zeit dann auch entstanden ist. Am 3. Projekttag haben die Schülerinnen und Schüler selber den Actionbound entwickelt zum Thema Republik der Zukunft. Da durften wir also den Rundgang durch die Innenstadt mitmachen zu Orten, die sich die Schülerinnen und Schüler selbst ausgewählt hatten. So viele gut gelaunte und feiernde Menschen, als wäre eine große Feier, die alle aus einem langen Schlaf erweckt hätte. Aber eine Feier, bei der sich auch hier und da andere Gedanken und Fragen einmischten. Wie geht es weiter mit der Arbeit? Welche Ausbildung sollte man jetzt ergreifen? Die Sorge vor Arbeitslosigkeit und nicht zu wissen, was man am besten tun sollte. Und hier und da Deutschland fahren und grölende Menschen. Die Sorgen über Gewalt auf den Straßen teilten meine Eltern. Und die Unklarheit, wie lange die blühenden Landschaften auf sich warten lassen. Ein Abenteuer, bei dem man nicht absehen kann, welche Herausforderungen auf einen warten. Aber eins ist mir bewusst geworden. Ich will dieses Abenteuer leben.